Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Oliver Quittmann und in den nächsten Minuten möchte ich das Thema Leistungsreserve Faszien ansprechen. Viele Leute nutzen Faszientraining, rollen regelmäßig mit ihrer Faszienrolle und möchten sich damit was Gutes tun und ihre Leistungsfähigkeit verbessern. Ich möchte in diesem Beitrag einmal darüber sprechen, was sind überhaupt Faszien, wie kann man sich das vorstellen und welche anatomischen Strukturen können wir da benennen. Dann möchte ich kurz auf die Besonderheiten im Eishockey eingehen. An diesem Beispiel möchte ich das gerne darstellen. Und dann wollen wir schauen, wie die Literaturlage zu diesem Themengebiet ist. Das heißt, welche Übersichtsarbeiten können wir da benennen, die eben zeigen, welche Effekte das Faszientraining hat, das ja auch sehr stark diskutiert wird. Da haben wir da schon mal die Literatur. Und dann möchte ich gegen Ende des Vortrags ein Beispiel geben, wie man ein Faszientraining durchführen kann. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Die Literaturlage dazu, wie man das aufbauen soll, ist relativ dünn. Aber dass man da schon mal eine Idee hat, wenn man jetzt Faszientrainer ist, woran kann man das im Grunde festmachen. Das heißt, es wird so eine gute Mischung sein aus Wissenschaft, wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch einen praktischen Einblick. Und das eben am Beispiel Eishockey. Wir werden auch einen kurzen Exkurs in Richtung Stabilisationstraining machen, aber es geht heute eher um die Faszien. Bei den Faszien kann man sich jetzt erstmal fragen, was sind überhaupt Faszien? Wo kommt jetzt dieser Begriff her? Im Grunde ist es nichts Neues, auch wenn dieser Begriff jetzt in den letzten Jahren besonders oft genutzt wird. Faszien sind letztendlich nichts anderes als Bindegewebshüllen, die hauptsächlich um die Muskulatur auftreten. Das heißt, die Muskulatur hat ja eine bestimmte Hierarchie. Wir haben den Muskeln, wir haben Muskelbündel, Muskelfaserbündel, Muskelfasern und das wird immer im Grunde hierarchisch immer kleiner und auf jeder dieser Ebenen finden wir jetzt eben bindegewebige Hüllen, die das Ganze in Position halten und da muss ich natürlich einmal gewährleisten, dass diese Strukturen halt gegeneinander verschiebbar bleiben und auch entsprechende Gleiteigenschaften haben und das kann man sich vom Bild her ungefähr so vorstellen wie bei so einer Orange. Das heißt, wenn ich eine Orange jetzt im Querschnitt teile, dann sehe ich ja auch außen diese große Schale und im Innern habe ich dann ja auch diese einzelnen Kammern, auch die haben wieder ein kleines Häutchen drumherum und auch diese einzelnen Kammern, die man jetzt hier sieht, die kann man ja immer nochmal eine Hülle drumherum abziehen. Das heißt, wir haben das sehr, sehr ähnlich wie auf Ebene der Muskulatur. Bei der Muskulatur kann man jetzt nochmal differenzieren, welche Bereiche ich mir da jetzt genau anschaue. Wenn wir uns das mal in verschiedenen Längs- und Querschnitten anschauen und da ich in sehr vielen Studien bereits als Proband mitgemacht habe, kann ich jetzt auch hier einige Bilder von mir zeigen. Wir sehen jetzt hier einmal einen Querschnitt durch die Wadenmuskulatur. Ungefähr auf dieser Höhe. Wir sehen hier die Tibia und die Fibula und die einzelnen Muskeln, die jetzt hier am Unterschenkel liegen. Und was man hier zwischendrin immer mal wieder sieht, sind so kleine Muskelfaszienansätze, die sich eben durch dieses Muskelgewebe durchziehen. Wir sehen das hier auch nochmal am Knie im Längsschnitt, also in der Sagittalebene, dass wir auch hier immer so kleine Ecken haben, wo wir eben merken, dass da eben Bindegewebs Strukturen sind, die das Ganze durchziehen. Wenn wir uns die Funktion der Faszien mal anschauen, dann kann man sich jetzt ja fragen, was machen überhaupt Faszien? Das sind jetzt so Bindegewebshüllen. Da hat man lange Zeit gedacht, naja, also die sind da einfach, aber das Entscheidende ist die Muskulatur. Ja, die Muskulatur ist wichtig, die können wir auch kontrahieren. Aber man weiß mittlerweile, dass Faszien auch eine sehr wichtige Funktion haben. Gerade bei sehr dynamischen Sportarten, wie jetzt beispielsweise hier am Beispiel Parkour oder Freerunning, muss ja immer eine gewisse Energie übertragen werden, aufgenommen werden. Der Körper muss in eine gewisse Position gelangen und das ist allein durch die Muskulatur nicht möglich. Das heißt, auch gerade wenn ich solche kraftvollen Abdruckbewegungen habe, wie wir es jetzt hier sehen, dann müssen aber im Grunde auch die Faszien, die Bindegewebsstrukturen sich im Grunde aufladen. Das heißt, da wird Energie reingesteckt, auch gespeichert, wie bei Sehnen beispielsweise. Und ich muss das Ganze im Grunde auch abfangen. Das heißt, auch solche Sprungbewegungen, ja, wenn ich solche Bodenkontakte habe,
sind da sehr wichtig. Oder gerade wenn ich jetzt aus etwas größerer Höhe versuche, das abzufangen, dann wird das natürlich über die Muskulatur und die Sehnen auch abgefangen, aber die Faszienstrukturen sind natürlich auch wichtig. Das heißt, ich muss einmal gewährleisten, dass ich bestimmte Positionen überhaupt erreichen kann, eine Beweglichkeit habe, aber ich muss auch eine gewisse Stabilität dieser Faszien voraussetzen, um eben diese hochdynamischen Bewegungen abfangen zu können. Es sind also sehr, sehr viele Aufgaben, die so eine Faszie hat. Zu dem Thema, was machen überhaupt Faszien, gibt es ein sehr schönes Buch, was ich euch auch in der Literaturliste am Ende des Vortrags mal zeigen werde, nämlich das Buch von Thomas Myers Anatomy Trains. Ein sehr schönes Werk für alle, die nochmal Anatomie vertiefen wollen und gerade so auch im Bereich Faszien. Da wird das nämlich sehr schön beschrieben. Ich möchte zuerst auf die rechte Grafik eingehen, das sogenannte Tensegrity-Modell. Und zwar stellt man sich jetzt hier vor, dass wir im Grunde im Körper diese Faszienstrukturen, dass die alle miteinander vernetzt sind. Das heißt, es gibt nicht so dieses, ich muss jetzt meinen Muskel dehnen und man isoliert jetzt den Pectoralis oder die Hamstrings oder den Quadrizeps oder die Waden und sieht das sehr singulär, sondern dieses Tensegrity-Modell sagt im Grunde, dass das alles wie so ein Netz miteinander verbunden ist. Das sieht man hier jetzt an diesem Holzmännchen, also die Knochenstrukturen sollen das hier darstellen. Und die sind jetzt mit so einem Netz überzogen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Stelle habe, wo ich eben diese Gleiteigenschaften nicht habe, wo das alles verfestigt ist, dann spürt man das im Grunde in diesem ganzen Modell. Das heißt, die Spannung wird dann überall groß. Das ist diese Idee, die man dahinter hat. Und das gibt es auch einige Ansätze so in der Physiotherapie, dass man im Grunde auch, wenn man jetzt Sachen am Fuß hat, dann teilweise auch den Rücken bearbeiten muss. Das heißt, dass der Körper eben ganzheitlich da zusammenhängt. Und was Thomas Myers hier rausstellt, ist, dass eben diese Faszienstrukturen in sogenannten Meridianen angeordnet sind. Das sieht man jetzt hier auf der linken Seite an einem Beispiel. Das heißt, diese Farben, ich bin ja ein sehr großer Farbfreund, wie ihr wisst, ist jetzt hier in verschiedenen Farben, sind unterschiedliche myofasziale Meridiane dargestellt, die eben anatomisch bedingt zusammenhängen und zusammen agieren. Das heißt, neben diesem Umschließen und Verbinden von verschiedenen Strukturen interagieren die natürlich auch. Das heißt, Faszien müssen auch im Grunde Kräfte übertragen dann von Muskeln, Knochen, Haut. Das heißt, es geht darum, dass es ein ganzes Netz ist von verschiedenen Sachen, die interagieren. Und da muss man eben gucken, dass alle Strukturen da trainiert sind und nicht nur der Muskel. Die Kraftübertragung, hatte ich gerade schon erwähnt, ist ein wichtiger Punkt, auch gerade bei Bewegungen, hochdynamischen Bewegungen, Impact-Belastungen, Sprüngen. Überall da müssen wir gucken, dass das im Grunde passt. Und diese Meridiane sind halt eher ja, anatomische Strukturen, wo man sagen kann, okay, die scheinen jetzt von den Muskelverläufen zusammenzuhängen. Das heißt, wenn ich die Funktion vor allen Dingen in diesen Meridianen gewährleisten muss, dann muss ich mir im Grunde diese ganze Kette anschauen und darf jetzt nicht einfach nur sagen, okay, ich dehne jetzt meine Hamstrings oder das singulär machen, sondern eher ganzheitlich denken. Man darf diese Meridiane jetzt nicht verwechseln mit den Muskelschlingen, das sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Diese Muskelschlingen, die man oft sieht, also die Streckerschlinge oder die Beugerschlinge, wie man jetzt hier in sportlichen Belastungen sieht, das sind eher funktionelle Linien, das heißt, die sind eher bewegungsspezifisch. Das heißt, die gehen dann beispielsweise wie hier, die Streckerschlinge geht jetzt eher hier lang und das ist eher bewegungsspezifisch. Diese myofaszialen Meridiane sind eher anatomische Linien, die man herausgearbeitet hat, die miteinander interagieren. Das heißt, die sind nicht so sehr funktionell, teilweise überlappen die sich auch, aber die sind eher anatomisch bedingt. Es gibt vier große myofasziale Meridiane, die Thomas Myers hier benennt, die ich kurz vorstellen möchte. Es gibt natürlich noch weitere Linien wie Armlinien, Beinlinien und so weiter. Aber die größten vier myofaszialen Meridiane, die solltet ihr kennen und die solltet ihr auch genau kennen, von wo bis wo die ziehen. Das ist einmal die oberflächliche Rückenlinie, die wie der Name schon sagt, am hinteren Teil des Körpers liegt. Dann haben wir die oberflächliche Frontlinie oder Frontallinie, die eben auf der Oberseite, also der Vorderseite des Körpers liegt.
Dann haben wir noch die Laterallinie, die also eher die Seite des Körpers auskleidet, und die Spirallinie, die eben ja im Grunde in so einer Spiralform den Körper dann umschließt. Ich werde jetzt einmal diese Linien durchgehen und da zeigen, wie der Verlauf dieser Linien ist. Bei der oberflächlichen Rückenlinie ist der Verlauf so: Wir starten von der Unterseite des Fußes, also der sogenannten Plantarfaszie, die eben unter dem Fuß liegt, das sieht man jetzt hier, gehen über die Körperrückseite, das heißt über die Wadenmuskulatur, die Hamstrings, in die autochthone Rückenmuskulatur bis hin zum Kopf. Und es zieht sogar, diese Rückenlinie zieht sogar über den Kopf hinweg und endet hier beim Supraorbitalgrad. Das heißt, hier im Grunde, wenn man so will, an diesen Augenbrauenerhebungen. Das heißt, diese Linie hat einen sehr, sehr langen Verlauf bis im Grunde hier zur Stirn. Was ist die Funktion dieser Linie? Dadurch, dass die an der Körperrückseite liegt, hält sie den Körper im Grunde in einer aufrechten Position. Das heißt, ich bin dann in der Extension, richtet den Körper auf und kann natürlich trotzdem noch bei Vermittlung von Haltung und Bewegung in der Sagittalebene agieren. Das heißt, diese Linie arbeitet auch mit der nächsten Linie, die ich vorstellen würde, zusammen. Das heißt, die ist im Grunde dafür wichtig, dass ich im Grunde eine aufrechte Position habe. Bei der oberflächlichen Frontlinie, die jetzt an der Oberseite, an der Vorderseite liegt, ist der Verlauf etwas anders. Hier starten wir an der Oberseite des Fußes und der Verlauf ist jetzt an der Oberkörpervorderseite. Das heißt, es geht hier einmal über den Tibialis anterior von der Muskulaturseite her. Dann haben wir hier die Oberschenkelvorderseite. Und an der Stelle im Bereich der Hüfte gibt es jetzt anatomisch so einen Grad, der ist jetzt nicht 100% akkurat, denn im Bereich der Hüfte haben wir hier jetzt, geht es jetzt nicht sehr smooth weiter, sondern es geht jetzt hier über die Bauchmuskulatur, die jetzt einen anderen Ansatz hat, weiter. Das heißt, dann haben wir hier die Bauchmuskulatur und dann geht das über den Hals im Grunde weiter zur Galea aponeurotica, die liegt jetzt hier hinten am Kopfbereich. Ja, die liegt jetzt hier so halbkreisförmig da am Kopf. Das ist so der Verlauf dieser Linie. Die Funktion dieser Linie ist einmal das Gegengewicht zur oberflächlichen Rückenlinie, das heißt, dass ich eben das Ganze aufgerichtet habe und vermittelt da im Grunde als Antagonist, könnte man sagen. Und die eigentliche Funktion dieser Linie ist aber die Beugung dieser Linie. Sie vermittelt natürlich auch hier Haltung in der Sagittalebene, also in der Vorder- und Rücksicht. Und was ja bei ganz vielen Leuten passiert, wenn wir jetzt am PC sitzen, ist, dass wir immer im Grunde hier nach vorne gebeugt sind. Das heißt, der Nacken fällt nach vorne, der Rücken wird rund, die Hüfte ist gebeugt. Das heißt, wir haben oft im Bereich dieser rückwärtigen Linie ein Problem, dass wir eben da die Spannung nicht haben und in dieser Frontlinie sind wir im Grunde immer verkürzt, verkleinert. Und da geht es natürlich, das im Grunde wieder aufzudehnen und größer zu machen. Das sind so die Linien, die hauptsächlich in der Sagittalebene sind. Also für die Sportarten wie jetzt Radfahren, Laufen beispielsweise besonders wichtig, wo das die Bewegung hauptsächlich in dieser Linie ist. Gerade für Spielsportarten oder wenn ich jetzt diese Sagittalebene verlasse, sind natürlich noch andere Linien wichtig, wie beispielsweise die Laterallinie. Diese Laterallinie hat einen ganz interessanten Verlauf. Wir beginnen nämlich von der Außenseite des Fußes, also der erste und fünfte Metatarsalknochen, und gehen an der Außenseite des Körpers, also auch hier den Tractus iliotibialis, entlang bis zu den kleinen Gluteen. Dann geht das Ganze über das Rippenfell, das heißt die Muskulatur, die jetzt hier die Rippen hebt und senkt, da entlang. Und den Hals entlang bis hin zum sogenannten Processus mastoideus, der jetzt hier oben am Kopf liegt. Das heißt, hier endet diese Laterallinie. Die Funktion dieser Laterallinie ist jetzt einmal beispielsweise für Balance und Stabilität. Also gerade wenn ich jetzt in der Frontalebene, also wenn ich mich jetzt nach links und rechts neige, muss ich eine gewisse Balance haben. Sie ist auch an der Kraftübertragung zwischen den Extremitäten beteiligt. Das heißt, wenn ich jetzt werfen will oder springen will,
dann ist das eine sehr wichtige Linie. Sie beugt natürlich hier den Körper auch zu den Seiten, das heißt entweder nach links oder nach rechts und kann die natürlich auch aufrichten und ist auch an der Vermittlung von Haltung und Bewegung in der Frontalebene beteiligt als maßgebliche Linie. Das heißt, wenn ich da Sportarten habe, die das bedingen oder Bewegungen habe, dann ist diese Linie besonders relevant. Die vierte Linie, die ich noch ansprechen möchte, ist die Spirallinie. Hier ist der Verlauf auch ziemlich interessant. Wir beginnen nämlich im Grunde von der Innen- und Außenseite des Fußes. Kann man sich vorstellen wie so ein Springseil, was jetzt um den Fuß gelegt ist, oder wie so ein, ja, so ein Steigbügel, den man da drumherum hat. Wir beginnen dann, gehen dann über die Beinaußen- und Rückseite am Rumpf überkreuzend. Das heißt, es geht jetzt hier entlang und jetzt macht es am Rumpf im Grunde so eine Spiralbewegung. Das heißt, wir gehen jetzt hier an der Frontseite diagonal am Rumpf, gehen jetzt hier auf dieser Rumpfseite entlang. Das heißt, hier die Bauchmuskulatur entlang über den Brustkorb, kommen an der gegenüberliegenden Seite raus und gehen jetzt hier schräg wieder zurück an der Oberschenkelseite und Teile der Rückseite wieder zurück zur nächsten Seite. Das heißt, das ist hier eine sehr überkreuzende Linie. Am Kopf endet die Linie auch wieder am Prozessus mastoideus. Das heißt, wir sehen, dass im Grunde alle Linien sehr oft im Bereich des Kopfes enden, weswegen, was wir auch gleich, also später im Bereich der Praxis sehen werden, es besonders angenehm ist, wenn man gerade auch so Kopfmassagetechniken nutzt, um da eben, weil da eben sehr, sehr viele Linien zusammenlaufen. Die Funktion dieser Linien ist einmal auch Balance und Stabilität in diesem Bereich. Sie ist auch an der Kraftübertragung zwischen den Extremitäten und Rumpf beteiligt, also gerade jetzt im Bereich beispielsweise Speerwerfen, wo ich eine Rotationsbewegung habe, sehr, sehr wichtig und kann natürlich auch hier den Körper in eine gewisse Rotation bringen. Die Haltung und Bewegung, die vermittelt wird, ist hauptsächlich in der Transversalebene. Das ist die Ebene, wenn wir jetzt einmal längs durch unseren Körper, also in der Breite durchschneiden würden, hätten eine obere und eine untere Hälfte, da ist die Spirallinie halt sehr, sehr wichtig. Das sind so die vier wichtigsten oberflächlichen myofaszialen Meridiane, die man schon mal gehört haben sollte, die man kennen sollte. Und es gibt, wie gesagt, noch weitere, die von Thomas Myers hier beschrieben werden. So viel erstmal zu den theoretischen Grundlagen zum Thema Faszien. Wo liegen die, was machen die und wie sieht es da überhaupt aus? Im nächsten Teilbereich möchte ich kurz auf das Thema Eishockey zu sprechen kommen, dass man mal so eine Idee hat, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man gerade in einer Sportart, die man vielleicht jetzt nicht so kennt, wie jetzt beispielsweise Fußball oder andere Sportarten, dass man da sich mal ein Bild macht und mal überlegen kann, welche Faszienketten, die wir jetzt gleich, also die wir schon kennengelernt haben, sind vielleicht da besonders relevant. Könnt ihr im Grunde jetzt auch, während ich das erzähle, mal überlegen, was da vielleicht wichtig sein könnte. Weil aber wahrscheinlich viele von euch, die das jetzt hören und sehen, sich mit Eishockey nicht so gut auskennen, möchte ich vielleicht kurz einen kleinen Einstieg machen, um mal so in das Thema reinzukommen. Na, wie wär's mit einem Match, hä? Oh, Toni, die schlagen wir nie. Denen zeigen wir es nach dem kompletten Frühstück mit Kellogg's Frosties. Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. Ohne Training Eishockey spielen? Bist du bescheuert? Das ist gefährlich. Wir nehmen also mit, dass Eishockey-Training gefährlich sein kann, vor allen Dingen dann, wenn man nicht entsprechend trainiert. Also ist natürlich eine Frage, wie soll ich trainieren? Man muss natürlich sich auch mal einfach die Bewegung anschauen, um zu wissen, was könnte da jetzt besonders relevant sein. Und ich habe jetzt hier mal ein paar Slow-Motion-Videos mitgebracht, um mal zu sehen, wie gerade diese Schussbewegung im Eishockey, also ich glaube, diese Schlittschuhbewegung können sich viele vorstellen, aber gerade diese Schussbewegung ist hier sehr besonders. Das heißt, wir haben das jetzt hier einmal in der Slow-Mo. Und ihr könnt parallel mal überlegen, welche Linie da jetzt besonders wichtig sein könnte.
achtet da vielleicht auch mal auf das, was der Oberkörper macht und das, was der Unterkörper macht. Hier wird Spannung aufgebaut. Und die Spannung wird ausgelassen. Wir haben jetzt hier auch einen Fuß auf dem Eis. Das heißt, wir sehen, dass da eine sehr besondere dynamische Bewegung vorliegt. Jetzt ist noch wichtig, neben dieser Bewegung, die der Spieler mit dem Schläger macht, auch zu wissen, was sieht überhaupt, oder wie sieht das überhaupt mit der Kraftübertragung aus. Hier hat Fortier 2014 sich das Ganze mal angeschaut, hat Schlittschuhe von Eishockeyspielern mit Kraftsensoren ausgestattet und wollte jetzt hier mal sehen, was passiert überhaupt, wenn ich jetzt solche Turnbewegungen mache. Das heißt, wenn ich jetzt einen linken Turn mache und einen rechten Turn, wie sieht das dann aus? Welcher Schlittschuh hat jetzt hier eine größere Kraft und wie unterscheidet sich das jetzt zwischen dem Bein, was jetzt außen ist, und zwischen dem Bein, was innen ist, gerade wenn ich jetzt da zum Beispiel gleichzeitig noch eine Abbremsbewegung habe. Was kann ich da messen? Und hier sehen wir jetzt mal exemplarisch ein Beispiel. Das heißt, wir haben hier die Anschubbewegung und hier jetzt dieses Change of Direction Manöver, was jetzt hier eben startet. Hier ist so die Mittelphase und hier ist im Grunde das Ende. Wenn wir uns jetzt hier mal die Kraft anschauen, dann sehen wir in Rot das rechte Bein, in Blau das linke Bein und wir sehen hier, dass jetzt hier die rote Linie deutlich höher liegt als die linke, die jetzt hier einen relativ kleinen Anteil hat. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann liegt es hier im Bereich schon deutlich größer, wenn wir uns diese Bewegung anschauen. Wichtig ist natürlich jetzt auch, wie die Bewegungsrichtung, in welche Richtung die geht. Aber wir sehen hier eine deutlich größere Kraft, die hier übertragen wird. Das heißt hier, das kurveninnere Bein hat im Vergleich zum kurvenäußeren Bein eine fast doppelt so große mittlere Normalkraft. Das heißt, wenn wir das Ganze aufs Körpergewicht relativieren. Und es scheint so, dass hier mehrere myofasziale Meridiane involviert sind. Gerade an dieser Schussbewegung kann man sehen, dass da vor allen Dingen so diese Rotationsbewegung eher die Spirallinie aktiviert. Das wird wahrscheinlich hier eine entscheidende Größe sein. Und gerade wenn wir uns jetzt hier diese Kräfte anschauen, wo ich ja auch bestimmte Abstoppbewegungen habe, da ist wahrscheinlich auch die Laterallinie wichtig. Oder wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt wenn ich jetzt Eisschnelllauf mir anschaue, wo ich ja auch immer die Kraft nach außen übertragen muss oder dann auch einbeinig das Ganze habe, die Kraft nach außen oder nach innen geht, da ist sicherlich auch die Laterallinie wichtig. Klar, durch diese vorgebeugte Position habe ich natürlich auch andere Linien beteiligt, aber das sind, glaube ich, im Eishockey somit die entscheidendsten, die wir hier haben. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, die man beim Eishockeyspielen berücksichtigen sollte. Das ist beispielsweise hier die Wirbelsäulenbeweglichkeit und Rumpfkraft. Wenn wir uns das mal bei Elite-Eishockeyspielern anschauen, das haben Lindgren und Twomway, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, untersucht. Und die konnten hier zeigen, dass Elite-Eishockeyspieler erstmal eine höhere Beweglichkeit haben, gerade auch im Bereich der Rumpfrotation, was ja wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Durch eine höhere Rumpfrotation habe ich einen längeren Beschleunigungsweg. Durch den längeren Beschleunigungsweg habe ich wahrscheinlich eine höhere Endgeschwindigkeit des Schlägers und dadurch eine wahrscheinlich höhere Geschwindigkeit des Pucks. Man hat ja auch hier eine stärkere eine Hüftflexion gefunden und Rumpfextension, gerade auch im Bereich der Normalbevölkerung, was wahrscheinlich auch mit der Position zusammenhängt, in der die Eishockeyspieler im Grunde auch sind. Durch das Training oder im Training weisen viele Eishockeyspieler Rückenschmerzen auf. Und das ist etwas, was man auch im Bereich des Hockey kennt. Man nennt das dann auch den Hockeyspielerrücken, weil ich ja sehr stark immer nach vorne geneigt bin. Je weiter ich den Oberkörper nach vorne neige, umso größer, man kann dann auch ausrechnen, abschätzen biomechanisch, wie groß dann die Kraft auf die Wirbelsäule wird. Und die wird exorbitant groß, wenn ich jetzt mich nach vorne neige. Das kennt man noch vom Wasserkästenheben, wo man immer eigentlich in die Hocke gehen soll, um das aus den Beinen herauszumachen, mit ganz geradem Rücken.
wenn ich das jetzt mit gebeugtem Rücken mache und die Kraft ist groß und ich muss das immer wieder machen, steigt im Grunde auch das Risiko für Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfälle und dergleichen mehr. Deswegen sollte man hier das noch mit berücksichtigen. Gleichzeitig ist noch wichtig, wenn ich jetzt eine Schlagsportart habe, egal ob das jetzt Tennis, Speerwurf, Diskus oder andere sind oder alle, die mit einem Schläger arbeiten, also nur mit einem, habe ich natürlich auch hier das Risiko für muskuläre Asymmetrie. Das heißt, dass ich in eine Richtung sehr viel beweglicher bin als in die andere oder eine größere Kraft habe, was durch dieses Tensegrity-Modell, was ich gerade beschrieben habe, ja dazu führt, dass im ganzen Körper irgendwas anfängt nicht zu stimmen. Und das gilt es dann hier auch rauszufinden und zu trainieren. Dann gibt es noch bei Eishockeyspielern das Phänomen der Spondylolyse. Bin ich auch einer der Betroffenen, nicht weil ich Eishockey gespielt hätte, aber weil das wahrscheinlich von Geburt an so ist. Deswegen habe ich hier auch nochmal ein paar Bilder von mir mitgebracht. Also heute gibt es ganz viele private Bilder von mir. Eine Spondylolyse bedeutet im Grunde, dass hier diese Verbindungen der Wirbelkörper, die normalerweise knochenmäßig geschlossen sein sollten, dass die hier so eine kleine Lücke aufweisen. Man spricht von der Spondylolyse, wenn das hauptsächlich auf einer Seite ist, wie wir es jetzt hier in Gelb eingefärbt sehen. Wenn das auf beiden Seiten ist, dann spricht man von der Spondylolisthesis, das sogenannte Wirbelgleiten. Das heißt, wenn das auf einer Seite ist, ist es noch nicht ganz so schlimm, kann beschwerdefrei sein, kann aber im Grunde auch dazu führen, dass eine Seite etwas mobiler ist und über das Tensegrity-Modell ich dann auch an anderen Stellen da Schwierigkeiten bekomme. Hier wurde jetzt in der Studie von Donaldson 2014 herausgearbeitet, dass 44% der Elite-Junior-Eishockeyspieler über Rückenschmerzen klagten und eine klinische Spondylolyse aufwiesen. In 73% dieser Fälle war die rechte Schlägerseite betroffen. Das heißt, man kann jetzt sagen, okay, ist vielleicht auch geburtsmäßig bedingt. Wenn aber 73% auf der Seite sind, wo die Schläger sind, dann ist es nicht auszuschließen, dass das eventuell auch durch den Sport kommt. Das heißt, es scheint auch hier eine wichtige Sache zu sein. Unterm Strich sollte man also adäquat trainieren. Das heißt, gerade auch diese betroffenen Bereiche halt stärken, um halt möglichst beschwerdefrei zu sein. Wenn ich beschwerdefreier bin, kann ich mehr trainieren. Wenn ich mehr trainieren kann, habe ich eine höhere Leistung. Und das sollte eben einmal ein Mobilitätstraining sein, gerade auch um diese Asymmetrien auszugleichen oder diese Spannung, die in den Systemen dann liegt, zu reduzieren, aber auch eben eine Stabilität, um das Ganze zu kombinieren. Das heißt, als Zwischenfazit im Bereich Eishockey können wir sagen, dass eben im Eishockey besondere Belastungen auf die Faszienstrukturen wirken und es natürlich hier im Eishockey nachgewiesenermaßen zu Rücken- und Schulterschmerzen kommen kann. Es wird angenommen, dass insbesondere die Spiralenlaterallinie eine besondere Beanspruchung haben, gerade durch die Schussbewegung oder auch das, was die was über die Schlittschuhe da aufs Eis übertragen wird, dass die eine besondere Bedeutung haben. Für die Faszien und Muskeln wird ein spezifisches Ausgleichstraining empfohlen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann so ein Training aussehen? Was könnte ich da jetzt im Grunde beachten? Und wenn wir uns das anschauen, müssen wir im Grunde erstmal einen Schritt zurückgehen und werfen jetzt mal einen detaillierteren Blick in die Literatur. Man findet natürlich gerade auch unter dem Haupthersteller Blackroll, also viele sagen ja auch ganz oft, ja, ich mache jetzt Blackroll-Training, weil man ja auch eher vielleicht mal nach einem Tempo fragt oder nach einem CEWA, anstatt nach einem Papiertaschentuch oder einem Küchentuch. So ähnlich ist es auch beim Blackroll. Blackroll stellt natürlich auch einige Übungen bereit. Das heißt, wenn man sich eine Blackroll kauft, kriegt man auch ein Plakat oder einen Zettel, wo dann eben bestimmte Übungen aufgelistet sind. Das sehen wir jetzt hier mal so die großen Klassiker, wie man es machen könnte. Das heißt, man versucht jetzt hier bestimmte Regionen zu rollen und kann sich jetzt eben hier abstützen, kann natürlich auch da das, die Dosierung dieses Drucks, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, machen, indem ich eben mehr oder weniger Gewicht da drauf lege. Und nehmen wir mal drei Beispiele raus. Wir haben hier beispielsweise eine Übung für den unteren Rücken, die ich nutzen kann, um gerade auch so diese Faszienstruktur, die so im Rückenbereich
liegt, die vielleicht nochmal etwas zu entspannen. Es gibt auch die Möglichkeit, das hier an der Hüfte zu machen. Gerade auch dieser Tensor Fasciae Latae, also der an dieser Spannung auf der Außenseite mit beteiligt ist, dass ich den vielleicht ein bisschen detonisiere. Oder Oberschenkel-Außenseite ist auch eine ganz beliebte Übung bei Läufern, die natürlich auch immer wieder da Belastung draufbringen, wo man dann schon sehr schnell merkt, dass das auch schmerzhaft sein kann, weil da eine sehr, sehr dicke Faszie ist. Und gerade bei Leuten, die viel Sport treiben oder viel laufen gehen, ist das immer besonders schön, diese Übung da anzubringen. So, jetzt ist die Frage, was sagt die Literatur dazu? Und dafür habe ich euch jetzt mal verschiedene Review-Artikel mitgebracht. Das ist einmal von Wilke aus dem Jahr 2020, wo es um die Effekte von Form Rolling, also Faszientraining, auf Range of Motion in Healthy Adults geht. Auch mit einer Meta-Analyse zusammen in Sports Medicine publiziert, was jetzt im Bereich sportwissenschaftliche Reviews wirklich eine der Top-Journals ist. Dann haben wir noch einen Review-Artikel von Hendrix und Kollegen 2019, wo es um die Effekte geht von Form Rolling auf Performance und Recovery, um da zu schauen, was kann man da vielleicht rausziehen. Wir haben einen ähnlichen Artikel mit einem ähnlichen Thema aus dem Jahr 2019 von Wiewelhofe und Kollegen, hauptsächlich aus der Arbeitsgruppe von Ferrauti, also an der Ruhr-Universität Bochum. Und da ging es eben auch um diese Sachen zur Performance und Recovery, also sehr ähnliches Thema. Und dann noch ein etwas kleinerer Artikel von Hughes und Raymer, wo es um die Dauer dieses myofaszialen Rollings geht. Also wie kann ich da das, also wie viel muss ich eigentlich rollen? Die würde ich euch jetzt gerne einmal näher vorstellen. Fangen wir an mit dem ersten Artikel, nochmal kurz zurück, von Wilke. Bei diesen Meta-Analysen, also Artikeln, die über mehrere Studien hinweggehen, und wenn ich das Ganze systematisch machen möchte, muss ich auch klar darlegen, wie wurde diese Suche betrieben. Das heißt, da, wo an manchen Studien dann eben Probandenbeschreibung, Experimentdurchführung wäre, müsste man jetzt hier sagen, wie bin ich auf die Suche gegangen, das heißt, in welchen Plattformen habe ich gesucht, wie viele Treffer gab das jetzt da. Man müsste eigentlich auch noch immer sagen, welche Suchbegriffe wurden konkret verwendet, dass man das im Grunde 100% nachvollziehen kann, in welchem Jahr wurde gesucht und so weiter. Damit oft so eine Darstellung genutzt, um eben zu sagen, wie viele wurden überhaupt gefunden, dann wie viele Duplikate, also wie viele waren noch da, nachdem Duplikate eliminiert wurden. Dann wurden diese 182 Studien gescreent. Da wurde dann geguckt, sind die Einschlusskriterien, die vorher festgelegt wurden, betroffen, also erfüllt oder nicht. Hier war es jetzt bei 49 Studien so, dass das nicht erfüllt war. Entweder weil eben diese keine Controlled Clinical Trials waren oder keine Randomized Controlled Trials, weil das entweder nicht auf Englisch oder Deutsch verfügbar war oder weil das Journal beispielsweise nicht peer-reviewed war. Diese Artikel flogen direkt raus. Dann hatten wir noch 133 in dieser Studie und da wurde dann eben geguckt, wenn wir uns jetzt die Volltexte angucken, also man screent erstmal die Abstracts und dann wurde nochmal der Volltext durchgearbeitet und letztendlich wurden in dieser Studie, also in dieser Meta-Analyse 26 Studien reingebracht, die man jetzt versucht hat zu klassifizieren. Wir sehen jetzt hier einmal einen sogenannten Forest Plot, das heißt, diese unterschiedlichen Studien werden jetzt hier reingebracht mit ihrem jeweiligen Effekt und der entsprechenden Streuung als Konfidenzintervall. Die werden dann auch oft auch danach gewichtet, da gibt es aber eine Wissenschaft für sich, wie man Studien wichtet. Und unterm Strich wird dann eben ein Score gebildet, in welche Richtung das Ganze geht. Und die Studie hat das jetzt einmal differenziert, weil, das ist eine wichtige Größe beim Form Rolling, habe ich ja, also gegen was relativiere ich das jetzt? Relativiere ich das jetzt gegenüber überhaupt nichts machen oder gegen irgendwas, was ich stattdessen machen kann? Und das hat große Unterschiede. Hier wurde jetzt beispielsweise geschaut, gibt es einen Effekt, wenn ich jetzt Form Rolling vergleiche mit keiner Exercise, also No Exercise Control
Wenn ich diese Studie mir anschaue, dann sieht es so aus, dass das unterm Strich mit einem ja, moderaten Effekt eher dafür tendiert, dass Formrolling hier favorisierbar ist, wenn wir alle Studien betrachten. Man sieht natürlich auch, dass manche Studien da große Effekte haben, manche kleinere, aber unterm Strich kam jetzt raus, eher favorisierender Effekt. Wenn ich jetzt aber das Ganze relativiere, beispielsweise gegenüber ein Stretching, das heißt, wir sehen jetzt hier, dass im Vergleich zu einer Dehnintervention, Dehnen ist natürlich auch ein Thema für sich, statisch, dynamisch, wie lange, wie kurz, wie intensiv und so weiter, aber wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Foamrolling versus Dehnen, dann kommt hier im Effekt kein Unterschied raus. Das heißt, es gibt Studien, die sagen, dass das Dehnen besser ist, es gibt Studien, die sagen, dass das Foamrolling besser ist, wenn wir jetzt Range of Motion als Kriterium nehmen, aber wir haben hier unterm Strich keinen großen Unterschied. Dann wird noch geguckt, gibt es einen Einfluss auf Vibration? Also wenn ich jetzt Foamrolling und Vibration mache, da gibt es auch Möglichkeiten, dass ich in die Rolle so einen, ja, ich sage jetzt einfach mal kleinen Vibrator reinpacke. Er hat Vibrator gesagt. Und dann eben auch diese Rolle zum Vibrieren bringt das noch was? Ich meine, was man natürlich sagen muss, ist, dass dieser Faszientraining-Markt mit diesen ganzen Bällen und Rollen mit Noppen und so weiter, die wollen natürlich auch was verkaufen, ist klar. Und jetzt ist ja die Frage, bringt es da was? Es gibt dazu sehr wenige Studien. Einmal die Studien, die das eben vergleichen versus keine Intervention. Da sehen wir, es hat also im Mittel schon einen Effekt, aber die Streuung ist halt riesig. Und ein ähnliches Phänomen sehen wir auch, wenn wir das ganze Vibration versus normales Foamrolling betrachten. Auch tendenziell schon, aber es gibt viel zu wenig Studien, um das jetzt wirklich nachhaltig zu sagen. Die Conclusions oder Keypoints dieser Studie waren jetzt eben einmal, dass Foamrolling schon zu Effekten führen kann, was jetzt die, was den Range of Motion angeht. Und das ist vor allen Dingen für Sportarten, die einen hohen Range of Motion brauchen, relevant. Turnen beispielsweise oder solche Aspekte. Das kann ja durchaus wichtig sein. Wir sehen aber, dass es im Verhältnis jetzt zu einem Dehnen eigentlich kaum große Unterschiede gibt. Heißt, wir können beides machen. Aber ich habe jetzt nicht sonderlich größere Effekte. Was noch unterschieden wurde, und das fand ich auch hier ganz spannend, wenn man jetzt mal die Studienergebnisse zwischen Männern und Frauen vergleicht, dann waren die Effekte bei den Männern, was das Ganze angeht, generell eher kleiner als bei Frauen. Das heißt, bei Frauen scheint das schon nochmal irgendwie ein wichtigerer Punkt zu sein. Das heißt, wenn wir nur die Männer betrachten, gegenüber Frauen oder auch gemischten Gruppen, hat das eher einen geringeren Einfluss. Das heißt, die Frauen sollten da jetzt besonders darauf achten, das vielleicht sogar noch mehr einzusetzen als die Männer. Wenn wir uns jetzt aber Vibration angucken, dann, wie gerade schon gesagt, ist die Evidenz da noch nicht so wirklich groß und man kann das jetzt noch nicht genau sagen. Tendenziell ja, aber die Frage ist ja, brauche ich das jetzt unbedingt und was das jetzt, Vibration ist auch ein Thema für sich und wo ich das einsetze. Ich würde zur Vibration erstmal keinem raten, und wenn dann überhaupt die Effekte der Foamroll nutzen. So viel zu dieser Meta-Analyse. Jetzt gucken wir uns den Artikel von Hendricks an, auch da so die Hauptfindings. Auch hier gab es wieder eine schöne Auflistung, wie viele Studien hier gefunden wurden. Also hier wurden erstmal 4000 Studien gefunden, was erstmal viel klingt. Dann wurde jetzt nochmal geguckt, okay, wie viele kommen davon raus und davon war es dann auch eine ähnliche Zahl, die dann noch übrig blieb. Ich werde jetzt nicht auf alle Punkte eingehen. Unterm Strich waren es jetzt hier 49 Studien, die eingeschlossen wurden. Es ist natürlich auch immer wichtig, wie groß schätze ich jetzt, also wie weit möchte ich das machen. Wenn ich es weit mache, dann habe ich natürlich mehr Studien, aber dann habe ich natürlich auch manche Rollen vielleicht sehr lange oder sehr kurz oder die Region, schmeiße ich das zusammen oder nicht? Das ist also bei diesen Übersichtsarbeiten nicht immer ganz leicht. Was jetzt hier noch gemacht wurde, ist, dass ein PEDRO-Score gebildet wurde. Dieser PEDRO-Scale ist eine Skala, wo man eben schaut, welche Kriterien wurden erfüllt. Da gibt es insgesamt 11 Variablen, die zutreffen müssen. Und dann wird immer geratet, ist es da oder nicht. Und wenn es da ist, gibt es einen Punkt und wenn es nicht da ist, gibt es keinen Punkt und dann kann man im Grunde hier auch Punkte vergeben und dann sagen, okay, es sind jetzt die Studien gut kontrolliert, weniger gut kontrolliert. Das ist beispielsweise, ob die Gruppenzugehörigkeit zufällig war,
ob alle Probanden hier geblindet wurden, ob das auch für die Leute, die das durchgeführt haben oder ausgewertet haben, zutraf, ob das Key Finding, was wir hier sehen, auch bei mindestens 85% der Subjects gemessen wurde oder ja, dergleichen mehr. Das heißt, hier wurde jetzt geguckt, liegt das im Grunde vor. Auch eine interessante Sache, dass man das eben darstellt. Die Hauptfindings dieser Meta-Analyse oder dieses Reviews waren jetzt, dass einmal die Mehrheit der Studien, die jetzt mit Form-Rolling zu tun haben, keine Verbesserung der athletischen Performance gezeigt haben. Allerdings eigentlich auch eher nicht dahin tendieren, dass jetzt sich zum Beispiel Kraft- oder Power-Parameter jetzt sonderlich verschlechtern. Von den Studien, die wir jetzt gerade gesehen haben, wohlbemerkt. Oder die eingeschlossen wurden. Unterm Strich also eher neutral. Kann ich machen. Bringt mir nichts, aber es schadet auch nicht. Was man eben allerdings sieht, ist, dass, wenn wir uns jetzt Performance anschauen, die eine hohe Beweglichkeit bedarf oder voraussetzt, dann gab es schon eher Ergebnisse, die eher Richtung Performance-Benefit zählen. Das heißt, wenn ich jetzt eine hohe Beweglichkeit brauche, dann scheint es vielleicht eher sinnvoll zu sein, das zu nutzen. Dieses Form-Rolling kann dazu dienen, die muskuläre Steifigkeit zu reduzieren. Ja, dass ich eben bei gleicher Krafteinwirkung eine höhere Längenveränderung habe und dass eben der Range of Motion des jeweiligen Gebiets da erhöht ist. Und das kann man natürlich auch gut kombinieren, beispielsweise mit einem dynamischen Stretching oder einem aktiven Warm-up, was ich vor einer Trainingsbelastung nutzen kann, dass man eben im Grunde mehrere Sachen macht und das als Warm-up-Routine nutzt. Es wurde weiterhin herausgestellt, dass sich hier der DOMS, also Delayed Onset of Muscle Soreness, wir würden im Deutschen Muskelkater sagen, dass der reduziert ist, was natürlich zu einer besseren Recovery führen kann. Es ist auf jeden Fall ein Gefühl und das Gefühl ist ja, wenn ein gutes Gefühl da ist, ist ja erstmal gut. Ob das zu Performance Benefit beiträgt, sei dahingestellt. Bei der optimalen Dosierung haben sie gesagt, kann man es nicht 100% genau sagen. Trotzdem sagen sie hier 90 bis 120 Sekunden Form Rolling pro Muskelgruppe, also unilateral zu sehen. Und dieser Aspekt, also dieser Aspekt der optimalen Dosierung, der wurde ja auch noch separat in der Studie von Hughes und Raymer untersucht. Da möchte ich auch kurz drauf eingehen. Auch hier wurde wieder entsprechend gescreent und die entsprechenden Studien rausgesucht. Hier waren es jetzt auch wieder insgesamt so 22, die jetzt reingenommen wurden. Hier sehen wir jetzt mal, wie so eine Pedro-Scale aussehen kann. Das heißt, wir sehen jetzt hier immer in, also mit Yes dargestellt, okay, war erfüllt und mit No eben war nicht erfüllt. Und da sehen wir jetzt auch eben die unterschiedlichen Aspekte dieser Studien. Wir sehen, der Pedro-Score war generell relativ hoch. Also da gibt es auch durchaus Reviews, beispielsweise im Bereich Blocktraining für Ausdauerathleten, wenn ich mir das Review anschaue, auch aus der Arbeitsgruppe von Ben Rönnestad, da lag der Score eher so bei 4, 5, 6 und hier sind wir ja schon in höheren Bereichen. Was diese Studie jetzt hier rausgestellt hat, ist eben einmal, wie sieht es aus mit Schmerz oder diesem Soreness-Gefühl, dem Range of Motion und der athletischen Performance im Verhältnis zu den unterschiedlichen Dauern dieses Form-Rollings. Hier wird das jetzt SMR abgekürzt für Self-Myofascial Release. Könnte auch Form-Rolling sagen, pro Muskelgruppe. Und diese Punkte sagen jetzt eben im Grunde, wie viele Studien da jetzt entweder einen positiven, signifikant positiven Effekt gezeigt haben oder einen nicht signifikant negativen Effekt. Und was die jetzt in der Conclusion im Grunde dazu gesagt haben, ist, dass eben gerade so im Bereich 90 Sekunden unilateral pro Muskelgruppe man generell sagen, also tendenziell sagen kann, dass da die minimale Dauer liegt und nach oben ist das im Grunde offen. Das heißt, 90 Sekunden pro Muskel sollten es schon sein, weniger muss jetzt im Grunde da nicht sein. Was sie noch herausgestellt haben, was auch sehr spannend war, ist, dass wenn ich das länger mache pro Muskel, also jetzt nicht nur sage, ich möchte das möglichst kurz halten, sondern wenn ich es länger mache, dann scheint auch der Effekt, dass das länger hält, auch
größer zu sein. Es gab aber jetzt keine Hinweise darauf, dass es jetzt nachhaltig den Range of Motion oder die Performance verbessert. Ist auch natürlich in Studien sehr schwer rauszudifferenzieren mit Längsschnitt-Sachen. Also das wirkte jetzt hier eher akut. Und man muss natürlich auch dazu sagen, in der Längsschnitt kommt ja auch immer sehr viel anderes dazu. Das lässt sich auch schwer da standardisieren. Das heißt, wir nehmen mit so um diese 90 Sekunden pro Muskel unilateral. Gut, als viertes schauen wir uns jetzt noch die Meta-Analyse von Wiewelhofe aus der Arbeitsgruppe von Bochum nochmal genauer an. Auch hier sehen wir wieder natürlich einen entsprechenden Chart, worum es jetzt hier ging und welche Studien hier eingeschlossen wurden. Hier ging es ja auch hauptsächlich um Performance, so wie wir das in der ersten Studie gesehen haben. Und da seht ihr hier nochmal die Übersicht, wer was wie gemacht wurde. Insgesamt wurden hier jetzt 21 Studien eingeschlossen, die in dieser Meta-Analyse enthalten waren. Bei dieser Untersuchung haben die jetzt zwei Sachen unterschieden, deswegen mache ich das jetzt hier nochmal farblich klar. Die haben einmal das Pre-Rolling sich angeschaut, also welchen Effekt auf verschiedene Performance-Variablen hat das Pre-Rolling, wenn ich das vor der Belastung mache, und wie sieht es aus, wenn ich das Ganze nach der Belastung mache. Das habe ich hier auch entsprechend immer eingefärbt. Das heißt, wenn ihr gleich diese Forest Plot seht, seht ihr auch immer, wo wurde jetzt eher ein Pre-Rolling gemacht und wo wurde gegebenenfalls das Ganze als Post-Rolling verglichen. Schauen wir uns das Ganze mal an für die Sprint-Performance. Da gab es jetzt hier nicht viele Studien, die sich das genauer angeschaut haben. Wenn wir uns die statistische Signifikanz dieses Overall-Effekts anschauen, also tendenziell ging es eher zu Beneficial Effekt als negativ, aber es war jetzt hier auch statistisch nicht signifikant. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht bei 5%, sondern bei 6%, also knapp nicht signifikant, hat also hier kaum einen großen Einfluss. Aber interessanterweise geht die Tendenz eher zu positiv. Es gibt ja auch andere Studien, die eher sagen, dass es für Sprint negativ ist und bloß nicht denen. Hier scheint es jetzt eher nicht schädlich zu sein, was die Sprint-Performance angeht. Bei der Jump-Performance sehen wir ein ähnliches Bild. Da gibt es heterogene Studien. Da wurde jetzt auch nochmal verglichen, post 0 Minuten, 5 Minuten oder 10 Minuten, 15 Minuten oder 30. Das hat natürlich auch eventuell einen Einfluss darauf. Also es scheint schon einen Unterschied zu machen. Unterm Strich sehen wir keinen signifikanten Effekt. Irrtumswahrscheinlichkeit 45%. Ich würde abraten, die Alternativhypothese anzunehmen. Also sehen wir hier auch bei der Jump-Performance keinen Benefit. Und aber jetzt auch nichts, was jetzt besonders schwerwiegend schlimm wäre, wie man es vielleicht vermuten würde. Wenn wir uns die Kraft-Performance anschauen, wieder ähnliches Bild, wieder unterm Strich, tendenziell leicht favorisierender, aber kein signifikanter Effekt. Ich darf mir also da von diesem Pre-Rolling keine Performance-Benefits jetzt versprechen. Bei der Flexibilität muss man aber eine Ausnahme machen, denn wenn wir uns die Flexibilität anschauen, über alle Studien hinweg, mit der entsprechenden Gewichtung, die hier aufgelistet ist, dann sehen wir hier einen signifikanten, positiven Effekt. Dieser Effekt ist von der Effektstärkengröße nicht sonderlich groß, also Effektstärkeneinteilung nach Cohen ist 0,2 klein, 0,5 mittel, 0,8 groß. Das heißt, wir haben jetzt hier auch jetzt nicht sagen, muss man unbedingt machen, ist immer noch ein kleiner Effekt, aber er war zumindest statistisch signifikant. Also wenn es um die Beweglichkeit geht, kann man durchaus da drüber reden, das zu machen. Wie sieht es jetzt beim Post-Rolling aus, wenn ich jetzt danach rolle? So, da sehen wir jetzt hier, gibt es schon wenige Studien, die sich das angeschaut haben, weil die tauchen jetzt hier auch mehrfach auf. Es gibt auch hier nochmal Einzelbetrachtungen, also post 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden und gesamt. Unterm Strich habe ich hier jetzt keinen signifikanten Effekt. Das heißt, auch da sehen wir keinen Benefit. Also tendenziell geht es eher in die Richtung Beneficial, aber ich habe jetzt hier keinen signifikanten Effekt. Also bei der Sprint-Performance darf ich mir auch nicht so viel erwarten. Wie sieht es jetzt aus bei der Jump-Performance oder bei der
Kraft-Performance, wenn ich jetzt post-rolle. Da sehen wir jetzt hier bei der Jump-Performance auch keinen signifikanten Effekt. Da ist es unterm Strich plus minus null. Also weder schlecht noch gut, aber hilft halt eben auch nicht. Danach zu rollen, bei der Kraft-Performance ähnliches Bild. Tendenziell eher beneficial, aber nachgewiesen signifikant nicht. Es wiederholt sich also. Jetzt war aber noch interessant, die haben sich auch angeschaut, so das Gefühl von muskulärem Schmerz. Und das kann ja durchaus für jemanden wichtig sein, das zu reduzieren. Heißt nicht, dass ich eine bessere Performance habe, aber es kann einem ja durchaus besser gehen. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir jetzt hier wirklich auch mal wieder, wie bei der Flexibilität Pre-Rolling, einen positiven Effekt, der jetzt hier auch statistisch signifikant war, also unter 5%. Ich möchte natürlich hier kurz vorweg schicken, dass das wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass wir hier in dieser Studie, oder in diesen Studien, die jetzt hier so Ausreißer sind, also gerade die von McDonald, wenn wir jetzt die Studie von McDonald rausrechnen, dann glaube ich, hätten wir diesen statistisch signifikanten Effekt nicht. Aber weil diese Studien drin sind, mit diesem sehr großen Effekt ist es drin. Also ich möchte kurz nochmal sagen, liegt hauptsächlich wahrscheinlich an einer Studie, müsste man nochmal gucken, aber da kann es eventuell helfen. Wenn wir uns die Conclusion dieser Meta-Analyse jetzt anschauen, dann wird einmal gesagt, dass eben diese Pre-Rolling-Strategie Effekte haben kann im Bereich der Flexibilität und dass ohne jetzt Muscle Performance, also im Bereich Kraft, Sprint oder Sprung, irgendwie zu beeinflussen. Das heißt, man kann das wahrscheinlich hier, würden die sagen, gut als Warm-up-Routine nutzen. Gerade wenn ich Flexibilität erhöhen will, macht es vielleicht sogar Sinn. Wenn wir uns die Recovery anschauen, im Bereich von Speed oder Strength, auch da gibt es Tendenzen dafür, das zu machen, aber jetzt keine signifikanten Ergebnisse. Wenn wir uns den Bereich Muscle Soreness anschauen, also dieses Gefühl von Muskelschmerz, Muskelkater, dann kann durchaus eine Post-Rolling-Strategie helfen. Aber Obacht, da gab es einige Studien, die sehr, sehr große Effekte hatten. Also auch jetzt nicht sagen, muss man unbedingt machen, sondern kann, tendenziell geht dahin, kleiner Effekt. Aber es wurden auch ein paar Sachen noch weiter angefügt. Also einmal gibt es noch keinen Konsensus, wie man jetzt optimal das Ganze macht. Also wie lange, was für einen Druck, in welche Richtung und so weiter, werde ich gleich trotzdem ein paar Sachen sagen, die ich weitergeben würde. Aber es gibt da immer noch nicht den Konsensus. Wenn wir jetzt, wir haben jetzt ja über mehrere Studien das betrachtet und die haben ja auch schon unterschiedliche Bereiche genutzt. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall nochmal verschiedene Foam-Rolling-Möglichkeiten vergleichen. Es gibt auch eine limitierte Evidenz eben, was jetzt so die Empfehlungen angeht, also alles vorbehaltlich, kann man mal sich überlegen. Und es wurde hier noch in der Conclusion angemerkt, dass man potenzielle Side-Effects hat, die man hier berücksichtigen sollte. Und da wird interessanterweise auf Freiwald 2016 verwiesen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, denn Freiwald 2016 hat auch was im Bereich Faszientraining, Foam Rolling publiziert. Und zwar einmal Foam Rolling in Sport and Therapy, Potential Benefits and Risks. Da gab es sogar zwei Teile. Einen, wo es eher so um die Definition, Anatomie, Physiologie und Biomechanik ging. Und einen zweiten Teil noch dazu. Kurz vorausgeschickt, bevor ich auf die Inhalte eingehe, Jürgen Freiwald an der Universität Wuppertal tätig, ist der Herausgeber dieser Zeitschrift, in der er das publiziert hat. Ich kenne jetzt die genauen Zusammenhänge nicht, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass da vielleicht auch der Effekt des Peer Reviews da vielleicht etwas kurzfristiger war, wenn man selber der Herausgeber dieser Zeitschrift ist und das dann auch dann mit zwei Teilen dann publiziert. Meiner persönlichen Meinung nach ist es auch sehr viel jetzt Meinung, die man natürlich haben kann, aber das sollte man wissen, wenn man sich jetzt das anguckt, was hier beschrieben wird. Vorbehaltlich natürlich auch dieser Sachen, die wir jetzt gerade in den Meta-Analysen, die mit auf jeden Fall mit Peer Review untersucht wurden, gesagt wurde. Also hier wird jetzt sehr, sehr kritisch, deswegen ist es auch rot, dargestellt, wie Foam Rolling aussieht.
Also dass eben ja, diese Faszien durch das Foam Rolling halt auch einen gewissen Stress erfahren und das könnte auch eben zu Damage führen. Und deswegen sollte man da wirklich vorsichtig sein, bevor man das jetzt einfach im blinden Aktionismus macht. Es gibt auch einen Beitrag von Jürgen Freiwald auf YouTube, wo er über das Krafttraining und auch über das Foam Rolling was erzählt und da äußert er sich auch ganz klar sehr, sehr negativ dazu. In dem zweiten Teil, wo es halt so gerade so um so positive oder halt auch negative Effekte, was Athletic Performance anbetrifft, da schreibt er beispielsweise, dass eben die athletische Performance halt eher potenzielle Negativeffekte haben kann. Und deswegen sollte das sehr vorsichtig genutzt werden. Wenn man seinen Beitrag auf YouTube sich anschaut, dann ist das schon nochmal sehr, sehr viel klarer gesagt worden, wie negativ das Ganze ist. Das heißt, man muss auch bei diesen Artikeln, die man liest, immer bedenken, wer hat es geschrieben und was steckt da für eine Meinung hinter. Und am besten wäre es eigentlich bei solchen Meta-Analysen, wenn man möglichst wenig mit Hoffen, Meinen, Glauben, Wollen irgendwie zu tun hat, sondern einfach sagt, vielleicht habe ich eine Meinung, die spielt aber überhaupt keine Rolle. Ich gucke mir jetzt die Literatur an und dann kommt das raus, was rauskommt. Egal, ob ich das jetzt mag oder nicht. Und das ist gerade auch bei so Übersichtsartikeln immer wichtig zu schauen, wie sehr ist das jetzt auf der Primärliteratur basiert. Das heißt, unterm Strich können wir zumindest mal festhalten, dass Faszientraining als Teil des Warm-ups oder zur Regeneration oder halt auch als separate Einheit absolviert werden kann. Mit den Ideen, die wir jetzt gerade haben, also gerade als Warm-up, wenn ich jetzt beispielsweise die Flexibilität erhöhen will für meine sportliche Belastung oder als Regeneration, um Muskelkater-Erscheinungen da zu haben. Es gibt aber auch noch ein paar Durchführungshinweise, die ich euch gerne geben würde, ausgebildeter Faszientrainer, was ich euch mitgeben kann. Da ist aber jetzt verlassen wir so die Ebene der Evidenzbasierung, sondern das ist jetzt viel praktisches Wissen. Das möchte ich auch direkt sagen. Also was würde ich euch empfehlen, was ihr beim Faszientraining beachten solltet? Erstmal ist, finde ich, wichtig, dass ihr möglichst langsam rollt, vor allen Dingen, wenn es detonisierend entspannend sein soll. Dieses langsame Rollen soll so langsam sein, man kann sich als Faustformel überlegen, 1 cm pro 10 Sekunden. Das heißt wirklich super, super, super langsam, so langsam wie ihr könnt. Ne? Also so, dass ihr so gerade merkt, dass sich das bewegt. Die Richtung ist auch nicht unwichtig, die ist sehr, sehr entscheidend. Und zwar immer in Richtung Kopf bzw. Herz. Das heißt immer zum Körper hin, nicht vom Körper weg. Das hat den Hintergrund, dass man vermutet, dass eben, gerade wenn ich jetzt massiere, man versucht immer in Lymphrichtung, das heißt auch in der Blutrichtung zu machen, also in Richtung der Venen. Wenn ich jetzt mit viel Druck entgegen der Venenklappen rolle, dann ist die Vermutung da, dass in diesem venösen System ist ja sehr, sehr wenig Blut, sehr, sehr wenig Druck. Und da kann es eben auch sein, dass ich eben das Blut wieder zurück zu den Venenklappen drücke und das eventuell dazu führt, dass diese Venenklappen kaputt gehen und ich Krampfadern bekomme. Und das sollte hier nicht der Fall sein. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass man jetzt immer, also dass man die Rolle sofort komplett absetzen muss. Das kann man durchaus machen. Aber dass man einfach in der Richtung, in der man den Druck aufbringt, dass man da eben auf jeden Fall zum Kopf, zum Herzen rollt, zum Körper hin und in der Gegenrichtung wirklich kaum einen Druck hat. Als Länge schließe ich mich der Literatur an, etwas mehr als 90 Sekunden pro Muskel. Wenn ich jetzt also das Ganze kurz halten möchte, ich kann es natürlich auch länger machen, aber man sollte sich jetzt auch nicht tot rollen. Ja, also da wirklich so lange, wie es einem selber angenehm ist. Dann noch ein wichtiger Punkt zum Schmerzempfinden. Viele, die ich sehe, rollen entweder viel zu schnell, was auch eher dazu führt, dass sich noch Bindegewebe anlagert oder lagern kann, und mit viel zu viel Schmerz. Ich weiß, das ist bei vielen Sportlern so, man möchte hart sein und möchte sich ganz viel Schmerzen zufügen. Manche mögen das vielleicht auch privat ganz gerne, aber im Bereich des Faszientrainings würde ich euch immer empfehlen, mit moderatem, geringen Schmerz zu arbeiten. Das heißt, wenn wir eine Skala haben von 0 bis 10 und 10 wäre jetzt maximal vorstellbarer Schmerz, also wirklich mies,
dann vielleicht so bei 4 bis 5, am Anfang vielleicht sogar eher weniger. Das heißt, es darf etwas unangenehm sein, so ähnlich wie denen auch etwas unangenehm ist, aber ihr solltet jetzt nicht da extrem reingehen. Denn wenn ihr sehr stark in den Schmerz reingeht, habt ihr meist einen sehr hohen Druck. Dieser Druck kann bis zu einer kompletten Okklusion führen und das ist auch nicht das, was ihr wollt. Also lieber vielleicht das Ganze regelmäßiger machen, aber vielleicht mit weniger Schmerz, weil diese Schmerzwahrnehmung führt auch im Körper oder kann im Körper auch zu einer Stressreaktion führen und das führt auch eher dazu, dass sich mehr Bindegewebe anlagert und ihr unbeweglicher werdet. Also von daher wirklich moderat das Ganze angehen. Man kann jetzt an bestimmten Stellen, wenn man jetzt das Ganze rollt, auch so Querschiffsarbeiten. Das heißt, wenn ich beispielsweise die Wade rolle, dass ich dann auch mal das Bein so ein bisschen nach links drehe und nach rechts drehe. Man kann auch mal ein bisschen versuchen, vorsichtig das Sprunggelenk zu bewegen. Denn wir haben ja bei diesem Tensegrity-Modell gelernt, dass man nicht nur in eine Richtung das hat, sondern das ist ja ein dreidimensionales Netz. Das ist ja alles verbunden. Das heißt, auch hier in mehreren Bewegungsrichtungen arbeiten, dieses komplette Netzdenken und das eben in verschiedene Ebenen überführen. Man kann jetzt auch das als Entspannungstechnik nutzen und dann immer mal wieder so fühlen, wie jetzt die Muskulatur weicher wird. Das kennt man ja auch aus der Entspannung raus. Ja, der Körper wird schwer und so weiter. Oder hier kann man sich vorstellen, dass der Muskel so in die Rolle rein gleitet, also so ein bisschen esoterikmäßig, entspannt ganz gut. Das kann man machen, um zu entspannen. Was wollte ich noch sagen? Ich überlege mal kurz. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es viele Leute gibt, die auf den Zug aufspringen und sagen, oh, ich muss ganz viel rollen und das ist ganz, ganz gut und machen das stets und ständig und ständig. Sehe ich das im LAZ. Überall sind Leute am Rollen, ewig lange, mit ganz viel Druck. Und da muss man sich immer klar machen, wie wir gerade auch schon in den Bewegungen gesehen haben. Wir brauchen auf der einen Seite eine gewisse Flexibilität, wir brauchen aber auch eine gewisse Stabilität. Das heißt, wenn ich jetzt Läufer bin, der immer wieder auf den Tractus iliotibialis an der Oberschenkelseite, Außenseite, da eine Kraft aufbringen muss und das auch stabil halten muss. Wenn man da jetzt mit dieser Faszienrolle sich das Ganze butterweich rollt, dann wundert es mich nicht, wenn man dann im Wettkampf auch entsprechende Schmerzen hat oder im Sprintbereich. Ja, also Sprinter müssen natürlich auch Kraft aufbringen können, die müssen eine Stabilität aufbringen können. Wenn die natürlich, also um das auszugleichen, weil die so eine hohe Spannung haben, das Ganze ein bisschen zu moderat zu machen und ein bisschen Detonisierung machen, ist okay. Aber ich würde da nicht empfehlen, jetzt jeden Tag ständig vor jedem Warm-up super viel und super lange zu rollen. Also 2, 3 Mal die Woche, finde ich persönlich, reicht vollkommen aus, um das zu machen. Und wirklich im Hinterkopf behalten, ich muss so diese Balance finden. Balance ist immer schwierig zu dosieren. Viel zu machen oder maximal zu machen ist immer einfach. Aber ich würde es mir nicht so einfach machen. Also wirklich zu gucken und eher versuchen, so ein Körpergefühl zu finden. Wenn man jetzt das Gefühl hat, ich habe schwere Beine, ich habe da ein Spannungsgefühl drin, dann ein bisschen dehnen, ein bisschen Blackroll, aber nicht zu sehr übertreiben. Dann möchte ich noch einen kurzen Exkurs zum Thema Stabilitätstraining machen, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Da kann man auch verschiedene Dinge nutzen. John Chase zeigt das jetzt hier mal in einem Video. Man hat natürlich hier auch unterschiedliche Dinge, aber das sind so ein paar Dinge, die ich euch zeigen wollte. Das ist natürlich einmal ganz klar die Plank, die gibt es ja in unterschiedlichsten Varianten, also vorlinks, seitlinks, rücklinks mag ich persönlich nicht so ganz. Wichtig ist, dass der Oberkörper da stabil bleibt und dass man eben auch hier nicht zu sehr in die Schultern reinfällt. Das ist eine sehr gängige Methode. Dann wird hier der sogenannte Bird Dog genannt. Gibt es auch für diese Stabi-Übung ganz unterschiedliche Namen. Das heißt, dass man eben im Vierfüßlerstand jeweils das rechte Bein, der linke Arm ausgestreckt wird. Das geht natürlich jetzt auch über mehrere Ketten, gerade auch im Rücken. Dann wird jetzt hier noch eine weitere Übung gezeigt, wo ich den Petsi-Ball nutze, der eine gewisse Instabilität macht. Hier werden jetzt die Schultern abgelegt, das Becken ist weiter angehoben und das wird jetzt hier Bridge T Fall-Off genannt. Das heißt, dass ich in dieser Position jetzt, wie er darstellt, nach links und nach rechts schiebe, so weit, wie ich es noch gerade halten kann, ruhig mal in dieser instabilen Position bleiben. Da kann man auch mit der Armposition noch hier arbeiten. Wenn man die Arme nach oben nimmt, wird es noch ein bisschen instabiler.
Also damit kann ich hier sehr schön arbeiten. Und noch eine weitere Übung, was man nutzen kann, so ein Stability Ball Rollout. Das heißt, dass ich hier nach vorne gehe. Das heißt, gerade in dieser vorderen Position muss die Rumpfmuskulatur da arbeiten, nur so weit gehen, wie man es halten kann. Das wird jetzt hier dargestellt. Und eine meiner persönlichen Stabi-Lieblingsübungen zum Schluss, gibt es auch unterschiedliche Namen. Hier wird jetzt vom Jackknife gesprochen. Das heißt, dass man hier die Hüfte nach oben nimmt. Da hat man auch jetzt mehrere Linien beteiligt, vor allen Dingen in der Frontallinie, und hat jetzt da eben die Möglichkeit, Spannung aufzubauen. Bei diesen Stabilitätsübungen gibt es auch unterschiedliche Durchführungshinweise. Hier mal so ein paar. Man kann, gerade auch bei Anfängern, gibt es ja immer wieder diese Formel Bauchnabel nach innen ziehen. Das nennt man dann auch Abdominal Bracing. Das ist so die eine Form, dass ich wirklich versuche, da den Transversus anzuspannen, der eben den Bauch stabilisiert. Das soll eben dazu führen, dass ich hier die Stabilität aufbaue. Die weitere Form vom Abdominal Bracing wäre das Abdominal Hollowing. Also wenn ich jetzt wirklich flexen würde, also wenn ich jetzt meine Bauchmuskeln präsentieren möchte, dann wäre das das Abdominal Hollowing, dass ich richtig viel Spannung aufgebe. Das wäre, machen auch einige im Bereich des Stabilitätstrainings, um da eben nochmal einen höheren Reiz zu setzen. Wie lange man jetzt gerade auch so diese statischen Übungen macht, ist jedem selbst überlassen. Man kann natürlich erstmal versuchen, dass die Belastung möglichst kurz ist und die Pause im Verhältnis relativ lang. Also beispielsweise kann man anfangen mit 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Später kann man natürlich auch auf zum Beispiel 60-15 gehen, also solche Sachen wie es jetzt hier beschrieben ist. Generell kann man sagen, je trainierter ich bin, umso mehr Dauer kann ich jetzt hier auch gehen und fahren. Was man auch noch bei den Planks machen kann, dass man beispielsweise nicht die beide Unterarme aufstützt und beide Beine, sondern dass man beispielsweise ein Bein abhebt und die mal, dass man nach außen bringt oder so. Man kann auch noch beispielsweise auch so eine gewisse Gleichgewichtsübung den rechten Unterarm aufstützen und das linke Bein dabei anheben, dann wird das Gleiche, also das Ganze schon wesentlich instabiler. Und dann kann man natürlich auch noch mit den Belastungspausenzeiten arbeiten. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist jetzt nur ein Teil. Es gibt natürlich auch einige dynamische Übungen, die man noch nutzen kann. Aber ich würde immer empfehlen, beides zu machen, dass ich eben nicht zu viel Flexibilität da habe, sondern das auch muskulär, weil irgendwo mit muss ich es dann ja halten, dass man das auch muskulär im Grunde dann trainiert und sich überlegt. Das heißt, so ein Stabilisationstraining kann eben statische als auch dynamische, spezifische Übungen enthalten, die man im Grunde kombinieren sollte. Gut, damit haben wir schon den Großteil abgedeckt. Jetzt möchte ich in den Praxisteil übergehen und euch mal vorstellen, wie so ein Mobilisationstraining oder ein Faszientraining aussehen kann. Und zwar jetzt hier aus dem Bereich, wo ich Faszientraining gelernt habe, nämlich von der Marke Pain Free Fascia. Das soll jetzt hier eben ein Faszientraining sein, was für die Spiral- und Laterallinie genutzt wird. Und bei Pain Free Fascia wird diese Lesson oder dieser Kurs generell so in vier Teilbereiche gegliedert. Das ist einmal ein Warm-up mit verschiedenen Übungen, die eher so aus dem Bereich Yoga sind. Dann gibt es den Release-Teil. Das ist also der Teil, wo man dann mit der Black Roll, Form Roll arbeitet oder mit Bällen und diesen ganzen Sachen, die man da alles noch, die man da alle noch braucht, die man alle kaufen kann und muss. Dann gibt es noch den Bereich Stretch. Und wichtig ist hier, es gibt eigentlich immer zwei Linien, die betroffen sind. Das heißt, wir haben eine Linie, die wird sowohl released als auch gestretched. Das ist in dem Fall jetzt hier beispielsweise die Spirallinie. Und dann gibt es am Ende nochmal den Teil Strength. Das heißt, dass man dann Kraftübungen einbaut. Das sollte dann aber nicht die Linie sein, die man gerade bearbeitet hat. Weil wenn ich jetzt hier erstmal entspanne und dehne und das alles locker habe und ich dann mache ich einen Kraftimpuls darauf, ist der Effekt im Grunde auch weg. Deswegen wird hier jetzt gesagt, immer unterschiedliche Linien. Oder beispielsweise, wenn ich die rückwärtige Linie bearbeite, im Release und im Stretch, dann habe ich im Bereich Strength die Frontallinie zum Beispiel. So, wie kann jetzt so ein Warm-up aussehen? Das hat in der Regel jetzt hier verschiedene
Übungsformen, die ich euch jetzt mal kurz durchgehe. Wie gesagt, sehr viel auch so aus dem Bereich Yoga. Wir sehen also hier einmal die Child Pose, das heißt, da fängt man im Grunde an, erstmal so auch um runterzukommen. Aus dieser Child Pose rollt man sich dann im Grunde nach vorne bis hin in die sogenannte Cobra. Da kann man natürlich auch noch mit dem Kopf arbeiten. Also gerade diese faszialen Linien sind ja sehr mannigfaltig. Das heißt, man sollte versuchen, da möglichst diese ganze Linie betrachten. Man kann auch hier nochmal den Kopf wirklich nach hinten nehmen. Und das meine ich total ernst, dabei noch gleichzeitig die Zunge rausstrecken, weil da wird man auch merken, dass bestimmte Anteile des Halses da nochmal anders gedehnt werden. Das sieht alles immer total bekloppt und beknackt aus, aber wenn es alle machen, ist es schon wieder ein bisschen witzig. Dann kann man aus dieser Bewegung sich ablegen und dann mit dynamischen Beinbewegungen, das heißt, die Beine gehen zum Po, werden dann ruckartig oder schwungvoll im Grunde auf den Boden geschwungen und über diesen kleinen Impuls kann man sich dann noch mit leichtem Aufstützen dann wieder aufdrehen. Dabei kann man dann auch mal versuchen, zur Seite zu schauen, einfach um mehrere Linien da aufzudehnen. Ja, denkt an das Tensegrity-Modell und diese dreidimensionale Verklebung und Struktur, Verbindung. Dann ist noch eine sehr beliebte Übung der Beckenlift, dass man hier auch verschiedene Strukturen im Bereich der Hüfte aufdehnt und generell wird das hier in so einem Bereich gemacht, dass man versucht zu wippen. Also die Idee ist, dass ich eben versuche, das möglichst dynamisch zu machen und da eher wippen zu arbeiten, um da auch an die Faszien überhaupt erst heranzukommen. Das heißt, diese Bewegungen, die ihr jetzt nur statisch seht, sind im Grunde hier eher immer mit so wippenden Bewegungen verbunden und da wird im Grunde dann reingearbeitet. Das kann man dann auch noch erweitern, indem man beispielsweise die Arme nach hinten nimmt und auch die Daumen nach hinten, also da auch gucken, welche anatomischen Linien sind da. Ihr werdet das merken, wenn ihr die Daumen noch nach hinten nehmt, dann habt ihr da auch gerade im Brustbereich nochmal mehr oder im Armbereich nochmal mehr Dehnung in diesen Linien. Dann kann man mit Schwüngen arbeiten, also dass beispielsweise dieser Arm, den wir jetzt hier schwunghaft sehen, also sein linker Arm, bei gleichzeitiger Hüftstreckung nach vorne oben geschwungen wird. Das müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen. Auch da wieder mit leichten wippenden Bewegungen in der Hüfte. Dann kann man im Warm-up auch noch so Antirotationsübungen einbauen. Auch das für die Stabilität der jeweiligen Linien. Das heißt, dass ich beispielsweise im Unterarm oder im Liegestütz bin. Das kann ich natürlich jetzt auch so gestalten, wie ich möchte. Ob jetzt Knie abgelegt oder Füße aufgestellt. Dass ich eben versuche, hier antirotatorisch zu arbeiten. Auch das aktiviert nochmal verschiedene Linien. Dann könnt ihr alles das nutzen, was im Bereich von funktionellen irgendwas genutzt wird. Also Marc Verstegen und Co., also World's Greatest Stretch, World's Second Greatest Stretch und so weiter. Also alles das, was da in diese Richtung geht. Hier ist es beispielsweise, dass ihr wippend jetzt hier auch in dieser Position nach unten geht, ein Bein nach vorne gestellt, um auch hier die Hüfte nochmal aufzudehnen. Das wird dann nochmal erweitert, indem ihr das dann aufdreht. Auch da wieder mit dem Daumen nach hinten zeigen, dass man erstmal wippend nach unten geht, dann nochmal wippend sich da aufdreht, auch da verschiedene Linien da versucht zu beachten. Man kann das auch im Grunde mit so einem Holzstab machen, dass man sich da nochmal ein bisschen aufdehnt, um so eine Idee zu haben, dass es einen da zur Seite zieht, je nachdem, welche Linie da im Vordergrund ist. Das heißt, es gibt so ein paar Basic-Übungen, die eigentlich immer gemacht werden und dann gibt es nochmal so ein paar Specials für die jeweilige Linie, die man einbauen kann. Was auch eigentlich immer dabei ist, ist der sogenannte herabschauende Hund, wie er im Yoga auch genannt wird. Das heißt, da auch versuchen, möglichst gestreckte Beine. Und auch da kann man jetzt versuchen, halt die Beine beispielsweise, dass man so auf der Stelle mal so ein bisschen die Fersen nach unten drückt, vorsichtig so in diese Dehnung gehen, auch eher dynamisch. Und dann so ein bisschen nach vorne arbeitet. Man kann dann hier beispielsweise für diese rotatorische Linie auch noch versuchen, mit so kleinen dynamischen Sachen was zu machen. Mit so einem Gewicht würde ich das für Anfänger nicht empfehlen, weil das schnell aus der Hand rutscht. Es gibt auch momentan auch schon so Kraftsäcke, also die so mit so ein bisschen Sand gefüllt sind, die man besser halten kann, die einem nicht so schnell wegrutschen, die man dann ähnlich wie so eine Kettlebell, nur halt, dass es keine Kettlebell ist, greift und dann eben so Schwünge macht. Das kann man auch nutzen. Und das Warm-up wird eigentlich immer abgeschlossen mit so ein paar aktivierenden Sprüngen, weil Sprünge, wie ich gerade schon gesagt hatte am Anfang,
viele Linien bearbeiten. Das heißt, da kann man dann auf der Stelle etwas hüpfen, mal die Beine wechselseitig nach vorne und hinten, nach außen und innen, gekreuzt, auseinander. Das kann man dann auch ein bisschen steigern, auch den Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen, dass man einfach da einen gewissen Aufwärmeffekt auch hat und verschiedene Strukturen da mal lockert. Also da auch mal mit Armen ganz locker arbeiten oder Rotationen, also das ist da ganz frei. Das ist so der Bereich des Warm-ups und an dem Bereich sehen wir auch schon, dass eben Faszientraining nicht nur dieses klassische Ich-Rolle ist, sondern dass das natürlich ein Teil ist, aber eben auch da mit Aspekten, die ultra alt sind, also wie Bereich Yoga, Yoga-Übungen, natürlich ergänzt werden kann. Also alles neuer Wein in alten Flaschen. Wenn wir uns den Release-Part anschauen, da ist dann natürlich wichtig, welche Linie soll da jetzt hauptsächlich beteiligt sein. Hier jetzt mal so ein paar Ideen, welche man jetzt da nutzen kann. Da kann man natürlich auch nochmal sich selber Sachen überlegen. Wichtig, also was ich empfehlen würde, ist immer von den Füßen anzufangen und im Bereich Nacken zu schließen. Am Fuß kann man das sehr gut machen, indem man beispielsweise so kleine Bälle nutzt. Da kann man mit einem Tennisball anfangen für Anfänger. Wer dann später besonders hart drauf ist, der kann auch Golfbälle nutzen. Die lassen sich da wirklich sehr gut nutzen, aber man kann das am Fuß ja auch ganz gut über das Gewicht nutzen. Am Fuß haben wir ja so eine Dreiecksform, das heißt, da kann man auch in diesem Dreieck dann mal so entlang gehen. Und gerade für Läufer, Plantarfaszie ist immer gut, weil auch viele, gerade so die Vorfußläufer, da schließe ich mich auch ein, da kann ich viel zu erzählen, dazu neigen, so eine Plantarfaszitis zu haben oder Fersensporn und so weiter. Und da kann man einfach ein bisschen Druck rausnehmen, weil ihr gebt viel Druck im Training drauf. Und das kann man hier versuchen auch zu bearbeiten. Es gibt natürlich auch so kleine Rollen und da auch das Arsenal von Black Roll & Co. ist riesig. Da gibt es kleine Bälle, große Bälle, Duo-Bälle, große Duo-Bälle, Genoppte und so weiter. Ich glaube, insgesamt braucht ihr irgendeine Form von Ball. Es kann ein Tennisball sein oder ein Golfball. Und wenn ihr eine harte Black Roll habt, ich würde euch immer empfehlen, kauft euch keine weiche Black Roll oder Form Roll eurer Markenwahl, weil man kann eine harte Black Roll kann man immer noch mal weich machen, indem man ein Tuch drüber legt oder ein Handtuch oder sowas, aber eine weiche Black Roll hart machen kriegt man nicht hin. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, holt euch lieber eine super harte Black Roll, jetzt kein Nudelholz, aber die schon eher härter ist, weil damit könnt ihr dann nochmal variabler arbeiten. Das heißt, da unten kann man dann im Grunde den Fuß bearbeiten mit unterschiedlichen Bällen. Dann kann man natürlich auch die Wade bearbeiten. Die ist jetzt hier nicht mit drin. Das könnte man auch machen. Für die laterale Seite kann man natürlich auch hier, oder die Spirallinie kann man natürlich auch hier diese Außen- und Innenseiten abfahren. Da muss man immer gucken, dass man nicht zu sehr an diese Schienbeinkante rankommt, das ist ein bisschen unangenehm. Auch da achten, dass man nicht zu viel Druck drauf gibt. Auch da erstmal vorsichtiger agieren und den Druck eher langsam steigern. Schmerzskala nicht zu hoch. Ein bisschen unangenehm darf es sein, aber nicht schmerzhaft. Dann kann man sich natürlich da auch vom Linienverlauf nach oben arbeiten, also den Tensor Fasciae Latae hier bearbeiten. Ist sicherlich immer nicht verkehrt. Das kann man natürlich hier noch ausweiten. Und dann auch so die Rückenstrukturen, gerade im Bereich Lendenwirbelsäule, ist immer die Frage, wie man die Rolle legt. Ich würde mal in der Lendenwirbelsäule, wie es jetzt hier dargestellt ist, quer rollen. Im Bereich der Brustwirbelsäule kann man es dann längs machen oder klappt für mich besser. Und im Bereich des Nackens dann wieder die Rolle querlegen. Da kann man auch, wenn man jetzt bestimmte Strukturen hat, die man kennt oder wenn man einseitig da arbeitet, auch mit Bällen arbeiten. Gerade auch Bälle, die jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen flexibel und eindruckbar sind und kleiner sind als ein Tennisball. Damit kann man im Grunde dann auch so diese Strukturen etwas triggern und aufkriegen. Gerne auch mal in ein paar Bereichen einfach stehen bleiben und sich ein bisschen einsinken lassen, locker bleiben und dann wieder weiterarbeiten. Was ich zum Abschluss immer super entspannt finde, ist, wenn man am Nacken endet, das heißt, man legt sich entspannt hin, Beine aufgestellt oder nicht, könnt ihr euch aussuchen,
in entspannte Position. Und dann reicht es schon, wenn man mit dem Kopf im Grunde mal so eine Nickbewegung macht, dann wird sich die Rolle ja auch verschieben vom Druckpunkt so in diesen Bereich des Hinterhaupts, also Prozessus mastoideus und Co. Und das ist super entspannt, finde ich persönlich. Oder man kann so Nein-Bewegungen machen, dass man den Kopf mal so nach links und rechts bewegt, ganz langsam. Wenn man dann noch entspannende Musik macht, kann man danach meistens super gut pennen. Und für die Leute, die sich gerne mal gegenseitig massieren wollen, auch da kann ich euch nur den Tipp geben, gerade so eine Kopfhautmassage oder so Nackenmassage, gerade auch so diese Bereiche im Bereich des Nackens und dann auch eben des Kopfes, wenn ihr gerade so in diesem hinteren Bereich seid, ist super gut und finden viele auch super angenehm, auch gerade weil da eben viele fasziale Linien einlaufen oder sich kreuzen. Das heißt, da könnt ihr auch da arbeiten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte lange Zeit mal mit dem ISG so Probleme und da war ich auch bei einer Osteopathin, war das glaube ich, oder Physiotherapeutin, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat die dann auch erstmal angefangen, so den Nacken zu bearbeiten, was mir nicht sofort geholfen hat, aber auch mit der Begründung, dass man eben da viele Linien hat. Und dann ging es erstmal darum, meinen Kopf so zu bewegen. Und da konnte ich auch teilweise, ging die Verspannung so groß vom ISG im Grunde hoch, dass ich kaum noch nach links und rechts gucken konnte. Und da ging es im Grunde eine Dreiviertelstunde darum, erstmal, dass ich ein bisschen mehr da gucken kann. Und das kann eben davon kommen, wenn man eben sehr viel Spannung im System hat, dass sich das dann gerade so in den Bereichen niederschlägt. Deswegen klagen auch viele dann so im Bereich Kopfschmerzen, also wenn Stress und ja, wenig Bewegung und so zusammenkommen oder zu viel Bewegung, dann kann das eben da passieren. Deswegen würde ich euch da empfehlen, mal so ein bisschen den Nacken zu bearbeiten und diese Release-Session da ausklingen zu lassen. So viel zu dem Bereich des Release für die Spirallinie. Andere Übungen gibt es natürlich, könnte man auch machen. Im Bereich Stretch sollte man sich dann eben auch dieser Linie widmen. Da kann man natürlich jetzt bei der Spirallinie gucken, dass man sich beispielsweise hier so zur Seite dreht, so wie es jetzt hier dargestellt ist. Da gibt es natürlich auch dynamische Varianten, aber das wäre eine Möglichkeit, dass man hier das Ganze bearbeitet. Wir sehen aber hier wird es nicht als ganze Linie gedacht. Das ist so eine klassische Dehnübung, wie man sie ganz oft sieht, sondern wir sehen ja auch hier, das Ganze ist jetzt abgeknickt. Das heißt, das sollte man eher versuchen, also dass man wirklich versucht, diese ganze Linie so zu bearbeiten und alle Positionen so zu haben, dass diese Linie eben gedehnt ist. Das sehen wir hier jetzt auch nochmal, auch eine Variante, wenn man jetzt noch mehr einbeziehen möchte. Dann könnte man hier beispielsweise noch das Knie aufsetzen, noch etwas mehr die Hüfte strecken, den Fuß aufsetzen, vielleicht sogar den Fuß ein bisschen drehen, ja, den Kopf vielleicht sogar noch ein bisschen drehen. Also da kann man noch mehr machen, um genau in dieser Linie zu arbeiten. Und Marc Verstegen macht ja im Grunde mit seinen Dehnübungen genau das, dass man eben da versucht, eher in Ketten, in Linien zu denken, als jetzt in Muskeldehnübungen. Oder ich mache das Ganze im Liegen. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, wie ich das mache. Auch mit Partner im Grunde denkbar. Für Leute, die sehr beweglich sind, eignet sich die Übung nicht, weil dann ist das Knie hier auf dem Boden und dann war es das. Da müsste man dann im Grunde hier so eine Bank haben, wie beim Physiotherapeuten, dass man hier nochmal sich fixiert und das Knie auch über diese horizontale, also drunter, bekommt. Die meisten haben wahrscheinlich dieses Problem nicht. Und dann zum Abschluss heben, so ein Kräftigungsteil für eine andere Linie, hier die Laterallinie. Da kann man natürlich nutzen, was man möchte. Man kann hier beispielsweise mit lateralen Schwüngen arbeiten, wie das jetzt hier dargestellt ist, dass ich hier eben auch eine entsprechende Spannung drauf habe, die eben je nach Schwung jetzt hier wechselt. Ich kann auch Planks an der Seite nutzen mit unterschiedlichen Variationen, um hier eine gewisse Spannung drauf zu haben. Ich kann das natürlich auch dynamisch, dass ich das Becken dann immer nach oben schiebe. Also da seid ihr auch ganz frei. Oder was bei der Laterallinie sich noch sehr schön anbietet, sind so laterale Sprünge. Denn immer wenn ich jetzt hier zur Seite springe, muss natürlich hier diese laterale Linie sehr viel Spannung aufnehmen. Und das kann im Grunde auch dazu beitragen, dass ich hier entsprechende Spannung habe und dadurch eben auch eine gewisse Kräftigung dieser Struktur erfahre. Oder ich mache es wie hier jetzt dargestellt, so im klassischen, dass ich eben mit Gewichten jetzt hier Lateralflexion mache.
ist möglich, ist natürlich nicht ganz so funktionell wie irgendwelche Sprünge, aber kann man im Grunde auch als Teilgebiet machen. Das ist so der ein Einblick in, wie kann Faszientraining sein, und vor allen Dingen hier wichtig, ist es eben nicht nur das ganze Rollen. Gut, damit möchte ich kurz zu den Take-Home-Messages kommen. Was sollte jetzt rübergekommen sein? Also einmal ist mir wichtig, dass ihr mitnehmt, dass Faszien eben den ganzen Körper vernetzen. Dreidimensional, Tensegrity-Modell, habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, es ist im Grunde alles irgendwo miteinander verbunden, und das sollte man auch beachten. Und da gibt es eben bestimmte Funktionen, die jetzt unterschiedliche Linien haben. Die vier größten habe ich euch genannt, die solltet ihr kennen. Und ja, die kann man natürlich auch entsprechend trainieren. Wenn wir uns das Eishockey anschauen, dann gibt es da bestimmte Faszienstrukturen, wie beispielsweise die Spiral- oder Laterallinie, die besonders beansprucht werden im Vergleich zu anderen Sportarten. Und da kann es durchaus Sinn machen, da entsprechendes Training zu machen. In anderen Sportarten können das andere Linien sein oder andere, ja, andere Strukturen, die da wichtig sind. Aber zu einem gewissen Teil schadet das auf jeden Fall nicht, sich diesen Linien hier anzunehmen. Beim Faszientraining generell ist noch wichtig, dass es eben nicht nur dieses Foam Rolling ist. Ich habe euch natürlich zum Foam Rolling hauptsächlich die Literatur gezeigt. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Generell sind die Effekte eher klein und deuten jetzt nicht darauf hin, dass es jetzt wahnsinnig schädlich ist für Performance, aber ich darf auch keine wahnsinnigen Gains dadurch erfahren. Also man kann es machen, gerade auch im Bereich Schmerzreduktion oder als Warm-up, wenn ich besonders viel Flexibilität haben möchte. Aber unterm Strich sind die Effekte im Bereich Performance beispielsweise auch eher gering. Was aber heißt, ich kann es durchaus machen. Und das lässt sich aber sehr gut auch verbinden mit einem gewissen Stabilitätstraining. Da bin ich ja nur kurz drauf eingegangen, dass man eben auf der einen Seite eine Reduktion des Tonus hat, aber nicht eben zu viel rollen, sondern eben auch wissen, ich muss auch eine gewisse Stabilität haben, und gerade für Laufen oder Sprintbewegung brauche ich das natürlich auch. Das heißt, ergänzend kann man auf jeden Fall Mobilisations- und Stabilisationstraining einsetzen, um beispielsweise gewisse Disbalancen auszugleichen oder eben Beschwerden zu verringern, die ich eventuell habe. Und über geringere Beschwerden langfristig kann ich auch die Leistungsfähigkeit erhöhen, indem ich entweder mehr trainieren kann oder eben auch ja, gegen weniger Widerstände arbeite. Das heißt, bei Performance kommt es ja auch darauf an, wenn ich in einem hohen Bewegungsausmaß arbeite, und das zeigt auch ein schöner Review-Artikel von BEHM, dass es da natürlich mehr Sinn machen kann, eine höhere Flexibilität zu haben, und das ist dann vielleicht auch performancemäßig eher wichtig. Und bei den Sachen, wo das jetzt vielleicht nicht der Fall ist, ist das eben kein großer Fokus und muss ich nicht stets und ständig machen. Hier habt ihr jetzt nochmal die Literaturübersicht zu den, wie ich finde, wichtigsten Artikeln oder auch Büchern, die ich euch zu dem Bereich Faszientraining empfehlen würde. Da sind auch nochmal die genauen Angaben zu den jeweiligen Übersichtsarbeiten, die ihr hier findet. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal genauer reinschauen. Und natürlich auch weiterhin immer wieder mal im PubMed reinschauen, was es Neues gibt, weil da ist in den letzten Jahren ja schon sehr viel Neues gekommen. Und ich denke, das wird sich auch in den weiteren Jahren noch stärker entwickeln, das Thema. Damit danke ich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick in das Thema Faszientraining, könnt vielleicht etwas mehr damit jetzt was anfangen und diskutieren, und probiert es auf jeden Fall gerne auch mal in der Praxis aus, wie es sich da für euch gestaltet. Und ihr müsst jetzt aber auch nicht sofort euch eine Black Wall kaufen und das jeden Tag machen, weil so groß sind die Effekte dann doch nicht. Vielen Dank.